Andacht vom 15.09.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Lektionen über das Herz. Gestern sprach ich über Jesus, der Brot und Fisch an die Menschen verteilen ließ. Da wurden 5000 Menschen satt. Heute möchte ich über die Speisung der 4000 Leute reden. In Markus 8 finden wir diese interessante Geschichte. Danach schildert die Bibel ein großes Problem, das die Jünger hatten. Und auch wir können sehr schnell in diese Falle tappen. Also, Jesus sah die Menschenmenge. Er dankte Gott für die 7 Brote und ließ sie verteilen. Die Menschen wurden satt. Die Jünger saßen dabei nicht im Gras und schauten Jesus zu, wie er Brot vermehrte, sondern in Vers 6 steht, dass er die Jünger anwies, die Menschen in Gruppen hinsetzen zu lassen. Dann gab er ihnen das Brot. Wer also verteilte das Brot? Nicht Jesus, er dankte nur dafür. Die Jünger mussten das Brot verteilen. Es ist eins, einem Wunder zuzuschauen, aber es ist etwas anderes, wenn das Wunder durch mich geschieht. Einst bat ein Pastor mich, ob ich mich einsetzen könnte für seinen 16-jährigen Sohn, der an Gemeinde und Glauben kein Interesse mehr hatte. Ich antwortete, sicher, und der Junge kam. Er war ein sehr netter Junge, ein Teenager. Ich musste bald darauf zu einer Konferenz. Der Junge war dabei. Ich hatte gemerkt, dass es wichtig war, für ihn Gott zu erfahren. Ich erinnere mich noch gut, das war so genial. Der Heilige Geist zeigte mir deutlich, dass ein bestimmter Mann gesund werden würde. Der Mann hatte eine unbewegliche Schulter und Schmerzen. Er konnte den Arm nicht bewegen. Ich erfuhr später, dass der Mann einer der schwierigsten Personen in dieser Gemeinde war. Der Pastor erzählte mir, er sei einer der ungläubigsten und kritischsten Personen in der Gemeinde gewesen. Nun, dieser Mann saß da und betete. Ich rief ihn nach vorne und er kam. Er zeigte mir, dass er seine Schulter nicht bewegen konnte. Dann sagte ich zu dem 16-jährigen Jungen, komm her, lege deine Hand auf seine Schulter. Sag, was ich dir vorspreche. Geist der Schwäche, geh. Ich gebiete dieser Schulter, sich perfekt bewegen zu können. Der Junge gehorchte. Dann sagte ich zu dem Mann, er solle die Schulter bewegen. Der Mann und der Junge waren gleichermaßen geschockt. Was wichtig war, der Junge sah ein Wunder durch sich selbst. Hier in Markus 8 wurde Brot für tausende Menschen vermehrt. Ich habe eine Frage. Wenn ihr ein kraftvolles Wunder erleben würdet, hättet ihr dann endlich Glauben für das Übernatürliche? Fragt euch selbst, antwortet ehrlich. Ich zeige euch etwas in dieser Geschichte. Wir denken, Wunder bringen uns zum Glauben. Aber das stimmt nicht. Die Jünger erlebten täglich irgendwelche Wunder. Schaut auf das Volk Israel, sie erlebten, dass Wasser für tausende Menschen aus dem Felsen schoss, das Meer öffnete sich vor ihnen, sie gingen hindurch, hinter ihnen schloss es sich wieder, aber vor dem Einzug ins gelobte Land verharrten sie in Unglauben. Wie kann das sein? Das Herz ist nicht Gottes Verantwortung, sondern unsere. Wenn unser Herz die richtige Einstellung hat, antwortet es auf das Kreuz. Wenn unser Herz nicht die richtige Einstellung hat, werden wir nichts erleben, weil das Herz es nicht glaubt. Was tun wir dann? Warum handelte Gott nicht? Warum antwortete er, versorgte er, führte er nicht? Wir geben Gott die Schuld, obwohl unser Herz falsch lag. Ich möchte euch einige Schlüssel hier in dieser Geschichte geben. Viele Menschen wissen gar nicht, wie sie ihr Herz verändern können. Gleich nachdem dieses Wunder vorbei war, schaut in Vers 10, es heißt direkt danach,
Also gleich danach kamen die Pharisäer zu Jesus und wollten ein Zeichen vom Himmel. Sie waren nur gekommen, um mit ihm zu diskutieren. Sie wollten nicht wirklich ein Wunder sehen, sie wollten einfach Jesus wiederum konfrontieren. Was geschah? Die Jünger sahen das Wunder, nun erlebten sie, wie die Pharisäer Jesus konfrontierten. Doch Jesus ließ sie stehen, ging mit seinen Jüngern weg und fuhr mit dem Boot auf die andere Seite des Sees. Im Boot sagte Jesus zu seinen Jüngern, Vers 15, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer. Doch die Jünger missverstanden Jesus komplett. Schaut in Vers 16, sie fühlten sich schuldig, wir haben kein Brot gekauft. Wie dumm können wir sein? Jesus hatte Tausende gefüttert und nun haben sie Sorge, weil sie kein Brot haben. Wie können sie Jesus so missverstehen? Nach solch einem Wunder? Wie? Hört mir zu, da muss etwas wirklich Falsches in deinem Herzen sein. Jedes Wort, das du hörst, es geht in die Ohren hinein. Doch die gehörten Worte gehen dann nicht direkt ins Gehirn. Glaubt das nicht, sie gehen ins Herz. Das Herz filtert diese Worte, das Herz interpretiert die Worte. Dann geht das, was dein Herz empfangen hat, in dein Denken. Und dein Gehirn gibt das nun weiter. Denk darüber nach. Wie können zwei Personen in einem Treffen sein und jeder versteht etwas anderes? Wie kann das geschehen? Jesus sagt etwas und drei Personen verstehen es unterschiedlich. Deshalb ist dein Herz der Schlüssel, um Jesus richtig zu verstehen. Heute ist die Kirche genauso dumm wie die Jünger. Erinnert euch daran. Jesus sagte, ihr müsst dem Himmelreich Gewalt antun. Jesus sagte, bittet im Gebet. Wir haben so viel gelesen oder gehört und nicht verstanden, was es bedeutet. So steht's geschrieben, Jesus hat das gesagt. Es gab ja noch übriges Brot in Körben. Jesus vermehrte das Brot, es war etwas übrig geblieben, aber sie hatten nichts davon mitgenommen. Sie überlegen, jetzt ist Jesus empört über uns, wessen Schuld ist das? Als Jesus merkte, dass sie nicht mal ein kleines bisschen verstanden hatten, was er gesagt hatte, fragte er in Vers 17, warum überlegt ihr, weil ihr kein Brot habt? Versteht ihr denn nicht? Ist euer Herz immer noch hart? Ihr habt Augen und seht nicht, ihr habt Ohren und hört nicht. Er sagt, Leute, es geht immer ums Herz. Ist euer Herz immer noch hart? Wie kann dein Herz noch hart sein nach solch einem Wunder? Das ist wirklich unheimlich. Wenn sich mein Herz durch erlebte Wunder nicht verändert, dann läuft da etwas gründlich schief. Jesus sagte, ihr versteht und hört und seht nicht. Das kommt aus eurem Herzen. Wir müssen wirklich sehen, was Jesus sagte, damit wir die wirkliche Botschaft verstehen. Das Wort für verstehen bedeutet wahrnehmen, erkennen. Du wirst nicht aufnehmen, was Jesus sagt, wenn dein Herz nicht die richtige Einstellung hat. Jesus hatte gerade diese Diskussion mit den Pharisäern. Eigentlich war es doch klar, dass es um die Pharisäer und nicht um Brot ging. Aber das Herz der Jünger hatte das nicht wahrgenommen, deshalb dachten sie an Brot. Unsere Herzen werden so schnell hart. Die Bibel warnt immer wieder davor, das Herz hart werden zu lassen. Wir sind verantwortlich für unsere harten Herzen. Wenn ich meinem Herzen erlaube, hart zu werden, ist es meine Verantwortung. Wir leben heute in einer Welt, wo es viel einfacher ist, ein hartes Herz zu haben. Denn wir leben in Religion mehr als jemals zuvor. Wir leben in einer Welt voller Technologie. Wir können jederzeit irgendeine Predigt aus dem Internet aufrufen. Das wunderbare Werkzeug Internet ist zugleich ein Fluch.
denn dadurch kann ein 10-jähriges Kind schon viele schlimme Dinge gesehen haben. Das macht unser Herz hart. Was bedeutet es, ein hartes Herz zu haben? Es bedeutet, nicht mehr empfindsam zu sein für Jesus und den Vater. Es bedeutet, dass wir nicht spüren, was das Herz Gottes bewegt. Oft ist ein hartes Herz verbunden mit Bitterkeit und Härte und Unvergebenheit, mit Stolz und Selbstgerechtigkeit. Ich bete oft, Gott, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Außerdem drückt Jesus aus, versteht ihr nicht, dass das Wunder, das ich tat, nicht nur ein Wunder war? Freunde, ich gebe euch einen Schlüssel für euer Herz. Wenn du etwas, was Jesus sagt, nicht verstehst, hast du ein Problem in deinem Herzen. Ein Wunder kannst du nicht verstehen, wenn du Bitterkeit im Herzen hast. Es geht nicht darum, dass 4000 Leute nicht länger hungerten. Jesus sagte, Leute, habt ihr das nicht verstanden? Jedes Wunder ist eine Einladung, tiefer zu gehen. Wenn wir für 1000 Euro Nahrung für Hungernde kaufen konnten, können wir dann nicht auch für 3000 Nahrung für Hungernde kaufen? Jedes Wunder beinhaltet eine tiefere Wahrheit. Wir müssen die Wunder verstehen. Die Versorgung mit 1000 Euro muss uns verstehen lassen, dass dies eine Einladung ist, tiefer und weiter zu gehen. Wunder sind weder etwas Ernstes noch etwas Einmaliges. Das Wunder von 1998 war so wunderbar. Da sind wir wie die Jünger. Wunder können immer geschehen. Das müssen wir begreifen. Wir müssen kapieren, dass Gott ein Wunder nicht nur einmal tut. Es gibt ein größeres Bild, eine größere Dimension. Es ist die Einladung, Gottes wunderbare Natur zu verstehen. Es ist die Einladung, das Herz zu haben, die größere Lektion in jedem Wunder zu verstehen. Wenn du durch schwierige Zeiten gehst, wirst du sonst wirklich nicht verstehen, worum es gerade geht. Jesus konfrontiert das Unverständnis der Jünger und ihr hartes Herz. Er sagt, erinnert ihr euch nicht? Das steht in Vers 18. Er fragte, wie viele Körbe voller Brot sind bei den 5000 Leuten übrig geblieben? Sie antworten, 12. Er fragt, wie viele Körbe sind bei den 4000 Menschen übrig geblieben? Sie wissen es, 7. Jesus fragt, wie könnt ihr nicht verstehen? Er betont das Wie. Jesus fragt buchstäblich, erinnert ihr euch nicht? Aber sie erinnern sich. Er fragt nach den übrig gebliebenen Brotstücken. Sie wussten es. Wie kann Jesus fragen, erinnert ihr euch nicht, wenn sie sich doch erinnern? Es geht hier nicht um eine seelische Rückbesinnung auf Geschehenes, es geht um ihre Herzen. Über welche Art von Erinnerung redet Jesus? Wisst ihr, wie viel Erinnerung unser Herz gespeichert hat? Offenbar bewirkte die Erinnerung an die übrig gebliebenen Körbe nichts in den Jüngern. Schaut auf David und Goliath. Woran erinnerte sich David? Ich kämpfte mit einem Löwen und einem Bären und Gott half mir. Er hatte eine Erinnerung von Sieg in seinem Herzen, wie Gott geholfen hatte. Ich erzähle euch, was ich schon oftmals getan habe, wenn ich für Kranke betete und nichts geschah. Dann erinnerte ich mich mit geschlossenen Augen an all die Wunder, die ich erlebt hatte. Die Jünger gingen durch einen Moment, wo sie kein Brot hatten. Jesus warnte sie vor religiösen Leuten. Die Jünger dachten erschrocken, wir haben kein Brot. Sie hätten sich daran erinnern sollen, dass Nahrung gefehlt hatte und wie Jesus dafür gesorgt hatte. Hört, meine Freunde, wenn ihr durch eine schwierige Zeit geht, entscheidet euch dagegen, alle Erinnerungen an eure Niederlagen hochkommen zu lassen.
Ihr könnt euch erinnern an alles, was Gott euch schon getan hat. Diese Erinnerung müsst ihr in eurem Herzen festigen. Was tue ich, wenn ich durch schwierige Zeiten gehe? Ich sage, meine Auffassung ist nicht falsch, sondern das offensichtliche Scheinende ist falsch. Und wenn mein Herz falsch liegt, bringe ich es sofort zurecht. Ich erinnere mich daran, dass Gott wunderbar ist. Ich erinnere mich, wie wunderbar die Siege in Jesus waren. Ihr müsst jede Erinnerung an das Gute, das Gott euch getan hat, tief in eure Herzen schreiben. Warum hat Jesus befohlen, das Abendmahl zu feiern? Das Abendmahl ist eine Erinnerung. Wir erinnern uns an das Kreuz, wo Jesus einen perfekten Bund schloss für uns. Durch die ganze Bibel hindurch gebot Gott, spezielle Erinnerungen anzufertigen oder aufrechtzuerhalten, wenn er etwas Besonderes getan hatte. Wir machen das Kreuz klein, wenn wir uns nicht Erinnerungen schaffen. Wirklich, ihr braucht nie irgendeinen Coach, ihr habt alles in Jesus, ein erfolgreiches und siegreiches Leben. Alles. Ich beantworte noch eine Frage. Hier wurde gefragt, ob die Mirror Bible die beste Bibel sei. Es gibt keine beste Bibel. Ich nutze verschiedene. Ich habe eine, die ich zum Lesen und Studieren nutze. Wenn ich ein Wort nicht verstehe, nehme ich eine andere. Die Mirror Bible ist eine Hilfe, den kulturellen Hintergrund besser zu erkennen. Sie geht tief. Für die Andacht liebe ich die Passion Bibel.